Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuzugänge vom November für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Und ich würde sagen, wir starten mit dem einen E-Book, was ich mir im November gekauft habe, dass ich das nicht wieder vergesse. Ihr wisst, E-Books sind meine Stiefkinder, die vergesse ich gerne mal. Und zwar habe ich im November gekauft von der lieben Annalena Karnau, Wenn ich nicht genug bin. Und ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich möchte es aber definitiv ganz bald mal mitlesen, denn ich finde, es klingt einfach von der Thematik her sehr, sehr interessant und ich werde euch einfach mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Die Leute sagen, wir sind eine Familie voller Versager. Ein Vater, der trotz Arbeit seine Familie nicht ernähren kann. Eine Mutter, die bereits in ihrer Jugend ihr erstes Kind bekam und nun mit bald 4 Kindern und Haushalt überfordert ist. Eine kleine Schwester, die in der 4. Klasse noch am Daumen lutscht. Ein großer Bruder, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt und nachts sturzbesoffen in sein Bett kotzt. Und dann bin da noch ich. Ich bin die Schlimmste von allen. Denn ich betrüge jeden einzelnen von ihnen, jeden Tag aufs Neue. Und ich finde, das klingt echt nach einer richtig coolen Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was so da dahinter steckt. Ich finde, das Buch klingt schon so ein bisschen nach einer ernsthafteren Thematik. Und ja, das finde ich sehr, sehr interessant. Und ja, deswegen ist Und wenn ich nicht genug bin, bei mir eingezogen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Und mehr kann ich dazu auch aktuell gar nicht sagen. So, das war das eine E-Book, was bei mir eingezogen ist. Machen wir weiter mit den richtigen Büchern, die bei mir eingezogen sind. Und zwar kommen wir wieder zu den Büchern, die ihr schon kennt aus einem Video. Das sind insgesamt 2 Stück, diesmal nur. Und zwar zum einen Diamonds for Love, Teil 5, Verbotene Wünsche. Und hier kann ich nur sagen, dass mir das Buch wieder mega gut gefallen hat. Ich liebe diese Reihe einfach. Und die Geschichte von Christopher war einfach, oh, sie war einfach so, so toll. Und ich kann euch diese Reihe wirklich immer wieder nur ans Herz legen. Wenn ihr genau wissen wollt, worum es im 5. Teil dieser Reihe geht, dann schaut in meinem Video vorbei. Mehr kann ich dazu jetzt auch gerade nicht sagen. Ich möchte ja nicht, dass das wieder ein Lesemonat hier wird. Und ja, ich liebe, liebe, liebe es. Dann ist noch bei mir eingezogen Maybe This Time und Auf einmal ist alles ganz anders von Jennifer Snow. Und auch hier kann ich euch sagen, dass Maybe This Time der erste Teil einer Trilogie ist und dass dieser Teil mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte rund um Abby und Jackson wirklich richtig süß und richtig toll. Und ja, wenn ihr hier mehr erfahren wollt, dann schaut auch hier einfach in meinem Video vorbei. Da gehe ich nochmal genauer auf den Inhalt und alles ein. Und ja, ich kann nur sagen, zuckersüße Liebesgeschichte, wo ich auf jeden Fall die Fortsetzung lesen möchte. Dann auch bei mir eingezogen ein Buch, was ihr ja die Woche erst gesehen habt in der Vorstellung, und zwar Funkeln der Ewigkeit von Jennifer L. Armentrout, der 4. und letzte Teil der Götterleuchten-Reihe. Oh, ich bin immer noch so traurig, dass diese Reihe jetzt wirklich komplett vorbei ist. Das ist das 9. Buch aus dieser Welt und ich finde, nach 9 Büchern sich von einer Welt zu verabschieden, ist schon echt scher. Ich will gar nicht wissen, wie es Jennifer L. Armentrout da ging, die diese Reihe fertig geschrieben hat. Und ich kann nur sagen, Funkeln der Ewigkeit ist ein ganz, ganz tolles Ende für diese Reihe. Und es ist ein trauriges Ende, ein dramatisches Ende und es ist ein offenes Ende auch. Also es ist nicht gesagt, dass es hier nie eine Fortsetzung geben wird. Jennifer L. Armentrout hat auch in ihrer Danksagung geschrieben, dass es vorerst der letzte Teil dieser Reihe gewesen ist. Und dieses vorerst lässt mich irgendwie ein bisschen hoffen, dass es vielleicht doch irgendwann nochmal ein weiteres Spin-off, Sequel oder was auch immer geben wird zu dieser Reihe. Ich kann euch diese Reihe wirklich empfehlen. Lest aber vorher die Dämonentochter, weil ihr spoilert euch hier so komplett sonst auf die Dämonentochter. Denn es kommen alle Charaktere aus der Dämonentochter auch hier wieder drin vor. Und ja, diese Reihe spielt halt dann nach der Dämonentochter. Deswegen ihr euch spoilern würdet. Macht Sinn. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wenn ihr auch hier mehr wissen wollt, schaut in dem Video vorbei. Da es aber ein 4. Teil ist, kann ich sowieso nichts zum Inhalt sagen. Das waren die Bücher, die ihr schon kennt. Machen wir weiter mit den Büchern, die ihr noch nicht kennt, die im November bei mir eingezogen sind. Und zwar zum einen Heartless von Winter Renshaw. Und ich kann nur sagen, Heartless war auch wieder eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Ich habe dieses Buch jetzt vor kurzem erst gelesen und beendet und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte hier auf jeden Fall die weiteren Teile dieser Reihe geben. Es ist kein Buch, was ich extrem feiern würde. Es ist eine wirklich tolle, süße Liebesgeschichte, aber an manchen Stellen hat mir einfach so ein bisschen das Ganze drum und dran gefehlt. Das Buch ist auch nicht sehr dick, es hat aber einen wahnsinnig dicken Rand, wie ihr seht, und die Schrift ist auch relativ groß, also es ist schon eine relativ kurze Geschichte und ich finde, 50 Seiten mehr hätten dem Buch schon nicht geschadet, denn die Geschichte macht streckenweise echt komische Hüpfer in der Geschichte und so Zeitsprünge auch und die hätten einfach 50 Seiten dem Buch mehr gut getan. Ja, und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Es ist eine zuckersüße Liebesgeschichte. Wenn ihr sowas gerne lest, dann schaut auf jeden Fall rein. Und ich kann nur sagen, der Typ in dem Buch sieht akkurat so aus wie das Model hier vorne auf dem Cover. Akkurat. Von der Beschreibung her ist es dieser Mann. Also, wenn ihr auf sowas steht,
Schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Dann noch im November bei mir eingezogen ist der dritte Teil der Ivy Years Reihe, Solange wir schweigen. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, liegt aber jetzt auf jeden Fall auf meinem als nächstes Lesenstapel. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich bin ja da so ein bisschen skeptisch immer noch der Geschichte gegenüber, da es das erste Buch in die Richtung Gay-Roman für mich ist. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst davor gehabt, dass ich mich nicht hineinversetzen kann in die Charaktere, in diese Vorstellung von einem Mann und einem Mann, weil Männer ja nun auch mal Männer sind und ich bin eine Frau und ich habe halt immer Angst, dass ich mich da nicht hineinversetzen kann in die Männer, weil die ja nun eigentlich schon ganz anders ticken und deswegen bin ich halt auch mal so ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil ich halt immer dachte so, du kannst das nicht nachempfinden, was da drinnen passiert, aber ganz viele von euch haben mir inzwischen dieses Buch auch ans Herz gelegt und gesagt, wenn eine dich überzeugen kann, dann Sarina Bowen. Und ja, deswegen habe ich mir das Buch dann natürlich auch gekauft und ich werde euch auch hier berichten, wie mir das Ganze gefallen hat und ob Sarina Bowen mich in Richtung Gay Romance bekehren konnte. Ich bin schon sehr gespannt und werde euch berichten, wenn ich es gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Dann ist noch bei mir eingezogen All In von Emma Scott. Ich habe dieses Schätzchen hier von der lieben Annika geschenkt bekommen, als es mir nicht gut ging. Annika, ich danke dir wie verrückt. Du hast meine mega Freude gemacht an diesem Tag mit diesem Buch, aber da haben wir ja schon 100 Mal drüber gesprochen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich möchte es aber ganz bald lesen. Ich habe nur Gutes bisher über All In gehört. Jeder schreibt, es hat mich zerstört, ich habe geheult und keine Ahnung was. Und meine Erwartungshaltung an dieses Buch ist inzwischen auch recht hoch. Ich hoffe, dass es mich nicht enttäuschen wird. Ich versuche, meine Erwartung auch wieder ein bisschen runterzuschrauben. Weswegen ich mir jetzt mit dem Buch auch gerade noch ein bisschen Zeit gelassen habe, dass ich nicht so gehypt bin auf diese Geschichte und dann denke so, so gut wie alle sagen, war es ja dann doch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr dieses Gefühl? Und ja, ich möchte aber auf jeden Fall All In ganz, ganz bald mitlesen und auch hier werde ich euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich da schon sehr drauf. Dann ist noch bei mir eingezogen diese Woche der 6. Teil der Diamonds for Love-Reihe. Auch hier bin ich schon sehr gespannt auf die Geschichte. Hier geht es ja um Alice Bennett und man weiß schon aus den vorherigen Büchern so ein bisschen, was es mit Alice auf sich hat. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf, diese Geschichte zu lesen. Und ich werde euch natürlich auch hier berichten, wie sie mir gefallen hat. Dieses Buch habe ich netterweise wieder vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, ich freue mich einfach sehr drauf. Ein weiteres Buch, was ich auch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe, ist Catwoman, Diebin von Gotham. Wie ihr seht, das Buch ist noch eingeschweißt. Ich werde es in den nächsten Tagen anfangen zu lesen mit der lieben Sina zusammen. Wir hatten mal wieder Bock, ein Buch zusammen zu lesen und ich meine selber Jemaz, hallo, warum nicht? Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und wenn ich es gelesen habe, werde ich euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Und oh mein Gott, es reflektiert ganz schön und ich lege es jetzt auch beiseite. Ich kann momentan ja nichts weiter zu Catwoman sagen. Ich denke, die Geschichte dürfte insoweit jedem bekannt sein und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und werde euch berichten, wie es mir gefallen hat. Kommen wir jetzt zum vorletzten Buch und das ist quasi mein Neuzugänge-Highlight von diesem Monat, würde ich schon so sagen. Und zwar ist noch bei mir eingezogen Revenge von Jennifer L. Armentrout, der erste Teil zum Obsidian-Spin-Off. In diesem Buch geht es ja um Luke und jeder, der Obsidian gelesen hat, kennt Luke und weiß, wie Luke drauf ist. Luke ist für mich immer einfach noch dieser kleine, krasse Mafia-Boss und ich habe Luke in der Obsidian-Reihe so gefeiert und als ich gehört habe, dass er hier seine eigene Geschichte bekommt, ich bin ausgerastet, Leute. Ich bin sowas von ausgerastet. Ich habe mich so gefreut und ja, ich werde dieses Buch auf jeden Fall, wenn ich es schaffe, heute noch anfangen zu lesen. Ich bin schon so gehypt auf die Geschichte und ich freue mich so wieder in diese Welt einzutauchen. Und diese Geschichte spielt ja jetzt 4 Jahre nach Obsidian und es geht hier um Amy Dasher. Und sie hat damals bei diesen Kämpfen, die gewesen sind, ihren Vater verloren und ist aber dennoch fasziniert von den Looks. Und ja, sie trifft eines Tages den absolut geheimnisvollen und attraktiven Luke. Und damit findet sie sich plötzlich in einer Welt wieder, von der sie bisher nur gehört hat. Einer Welt, die sie an ihren eigenen Verstand zweifeln lässt. Denn Schein und Wirklichkeit sind kaum noch auseinanderzuhalten. Bald wird ewig klar, der Schlüssel zur Wahrheit liegt bei Luke. Und ja... ich freue mich so. Und hier hinten steht noch drauf, auf Damon und Katie folgen Luke und Evie. Dies ist der erste Band der neuen Serie Revenge, die in derselben Welt spielt wie Obsidian. Oh, ich freue mich so. Ihr wisst, ich liebe die Obsidian-Reihe. Obsidian war damals so, wo ich wieder angefangen habe zu lesen, so eins der ersten Bücher, was ich so komplett in 1,5 Tagen gelesen habe. Bis dahin hatte ich alle Bücher, die ich so gelesen habe, wieder so...
naja, so wochenweise gelesen, so mal ein Buch die Woche. Und Obsidian war wirklich so das erste Buch, wo ich mich hingesetzt habe und das wirklich in anderthalb Tagen weggesuchtet habe. Ich freue mich schon sehr auf Revenge und wie gesagt, wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich heute noch anfangen zu lesen. Ich bin schon so gespannt und Sina hat gestern schon angefangen und hat schon gesagt, oh mein Gott, das ist so gut, ich bin so happy. Und ich denke mir so, ha, ich hatte einfach noch keine Zeit. Und ja, wenn ich es schaffe, werde ich heute noch anfangen zu lesen. Aber wie gesagt, das ist so für mich mein Neuzugänge-Highlight und auch das habe ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Sollte ich an dieser Stelle vielleicht auch einfach nochmal erwähnen und ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. So, damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video angekommen. Und zwar ist dieses Buch vorhin noch mit der Post hier angekommen. Wir haben zwar heute schon den 1. Dezember, ich würde es jetzt aber einfach in die Neuzugänge für den November noch mit reintun, weil ich mir dachte, ich zeige es euch jetzt einfach gleich. Ich möchte es auch gerne gleich auspacken. Ich habe dieses Buch vor ein paar Tagen bestellt, nachdem ich es immer wieder vergessen hatte zu bestellen. Und ja, ich packe es jetzt mal mit euch auf. Tada! Ich weiß ja, was für ein Buch da drin ist. Und ich freue mich schon so auf diese Geschichte auch. So habe ich mir bestellt. Der letzte erste Song von Bianca Iosivoni. Ich habe eigentlich gedacht, dass es bei uns in der Buchhandlung vielleicht dann irgendwann doch auch mal die Woche ausgelegt wird. Aber das könnt ihr vergessen, Leute. Hugendubel ist, was das betrifft, echt scheiße. Weil die kriegen die Bücher wirklich erst zum Erscheinungstermin. Und ihr wisst ja, die Konkurrenz hat die Bücher schon immer gefühlt anderthalb Wochen vorher. Deswegen habe ich es mir dann im Internet bestellt und es kam vorhin an und ich bin so happy. Ich habe schon so viel Positives über dieses Buch gehört und ich bin so gehypt auf die Geschichte vom allerersten Band, weil sich wirklich in der letzte erste Blick schon so ein bisschen was zwischen Mason und Grace so ganz, ganz minimal andeutet und ich freue mich schon so auf diese Geschichte. Das ist so quasi mein zweites Highlight jetzt diesen Monat bei den Neuzugängen noch. Und ich freue mich schon mega auf die Geschichte von Mason und Grace. Und Annika hat ja letztens im Stream geguckt. Mason kommt ja quasi schon auf der ersten Seite, in der ersten Szene von der letzte erste Blick das erste Mal vor. Und wenn man dann so lange auf die Geschichte eines Charakters wartet, dann ist man einfach mega gehypt. Und so geht es mir jetzt halt gerade. Und die Geschichte von Mason und Grace finde ich auf jeden Fall ultra spannend. Und ich kann euch ja nochmal kurz vorlesen, worum es in diesem Büchlein hier geht. Ich werde nie wieder singen. Dieses Versprechen hat sich Grace vor langer Zeit gegeben. Doch als Masons Band eine Sängerin sucht, lässt sie sich dazu überreden, mitzumachen. Allerdings ist sie nicht auf das Prickeln vorbereitet, das sie plötzlich in Masons Nähe spürt. Und auch nicht auf die Erkenntnis, dass sich hinter seinen vorlauten Sprüchen viel mehr verbirgt, als es den Anschein hat. Mit ihm gemeinsam Songs zu schreiben, fühlt sich richtiger an als alles andere. Aber Grace weiß, dass sie nie mehr als Freunde sein können, denn Masons Herz gehört einer anderen. Oh mein Gott, ich freue mich schon so auf diese Geschichte. Und jeder, der die Freundin von Mason kennt, denkt sich nur so, oh, was ist das für eine Alte, ey. Und ja, ich freue mich schon so auf die Geschichte und wenn ich es gelesen habe, werde ich euch natürlich auch gleich berichten, wie es mir gefallen hat. Und ich freue mich so, I'm so happy, happy, happy. Und ihr denkt, ich habe eine Macke, Macke, Macke. Egal. Ja, das waren meine Neuzugänge vom November. Es ist wieder ein bisschen was bei mir eingezogen. Ich habe diesmal auch noch nicht allzu viel davon gelesen, weil das meiste einfach meins ist oder halt jetzt auch erst frisch vor zwei, drei Tagen bei mir eingezogen ist. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Bücher. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, was bei euch im November so eingezogen ist. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.